Aha. Viele Leute haben mich mal gefragt, ob ich diese Film nochmal auf Deutsch machen könnte. Da, wie man so überlebt, ich habe es mal auf Französisch gemacht und auf Englisch natürlich, meine Muttersprache. Und ja, ich tue nochmal schnell auf Deutsch. Also was man braucht natürlich, erstmal die Sache da, das ist eine Isomatratze. Also es geht hier nicht so um Überleben, so im Jungle, wo man da nur mit dem Messer da überlebt und so weiter. Ein bisschen mehr komfortabel, so wie man hier in Europa, hier so, wenn man mal weg will oder so, man hat es satt, das Ganze, wie man hier überleben kann, ohne Geld eigentlich. Also trampen, das kostet nichts. Draußen schlafen kostet auch nichts. Hier habe ich eine schöne Wiese hier gefunden in Frankreich. Ich weiß nicht, wem das gehört, aber es ist mir auch egal. Also ich bleibe hier nicht. Am Tag muss man hier nicht stehen bleiben. Man kommt einfach in der Nacht, wenn es dunkel ist. Und manchmal muss man da früh aufstehen, manchmal ein bisschen später. Ja, am besten hat man ein grünes Zelt, so leicht wie möglich. Das Zelt kommt am liebsten. Ich habe da am besten nebenan Militärrücksäcke, weil die sind am stärksten und die haben so eine schöne grüne Farbe unserer Natur. Es sollte nicht sein, dass das Militär nur das Privilegien hat, diese Farben unserer Natur zu tragen. Es ist, für mich ist es ökologisch, es hat nichts mit Militär zu tun eigentlich. Und da hat es das in Englisch Rucksack, der Bergen, kann man gebraucht kaufen, der ist wirklich unkaputtbar. Und der Zelt passt genau hier außen drin. Und innen drin habe ich dann Schlafsack und so weiter, damit es nicht nass werden kann. Es darf ja nicht alles zusammen sein. Ne? Und wenn es regnet, dann kann ich alles einpacken, da drin da. Und dann darüber noch muss man ein Stück Plastik haben, was über den ganzen Rucksack geht. Und dann habe ich, also diesen Rucksack da habe ich vorne. Und dann habe ich diese hier, diese habe ich hinten drauf natürlich, die große, und dann diese hier vorne. Und die tue ich erst, ne, damit die gut hängen bleibt. Also erst vorne anhängen und dann hinten drüber hängen. Und damit ich schnell alles nehmen kann, was ich so brauche. Ne, hier ist die Wasserflasche, kann ich einfach nehmen. Da braucht man nicht die ganze Zeit alles abzunehmen. Da habe ich meine Sonnenbrille da dran festgemacht, ich habe sie mehrmals verloren. Da drin habe ich Stirnlampe. Hier habe ich noch eine größere Lampe zum richtig gucken, wo muss ich hinlaufen so in der Nacht. Wo ist sie? Da. Hier. Eine richtig starke Lampe, das da hier. Die verbraucht natürlich sehr viel Batterien. Also das ist nur ganz schnell gucken, so, wo geht man hin. Naja, da so ein Löffel und ein Dosenöffner und hier noch habe ich da einen Wecker da drin und ja, so kleine Sachen. Es ist auch am besten so die kleine Sache, so wie Nagelschere oder Nähgerät. Nähsachen muss man dabei haben. Sogar die Sandalen, die können kaputt gehen. Es ist immer mal. Da war ich in den Bergen, da war wirklich 2 Tage laufen, war nix. Und ich saß da ohne Schuhe und dann, ja, zum Glück habe ich Nähgerät dabei gehabt. Aber ich kriegte den Nadel nicht da durch den Leder. Ne? Und dann habe ich das durchgezogen mit meiner Nagelschere, habe ich die Nagel da festgeklemmt wie eine Zange. Also jetzt habe ich so eine ganz kleine Zange einfach zum Nähen. Ja, solche Sachen. Hier habe ich da selber da drauf genäht, hier auf dem Rucksack. Da diese Taschen hier mit so kleinen Sachen drin, ein kleines Radio und so weiter. Die habe ich auch selber drauf genäht, hier dran gemacht. So, da geht das Essen drin. Das will ich natürlich auch nicht zusammen haben mit meinem Zelt oder bei meiner Schlafsack. Und ja. Wasserflasche ist gut, eine Metallwasserflasche zu haben, die Metall innen drin ist, weil das Plastik, ja, das ist ja nicht so gut. Da sind Produkte drin, hat man rausgefunden, die einem
verweichlicht macht. Das ist ein weiblicher Hormon, man wird unfruchtbar und das macht schwul, hat man schwules Wasser sozusagen. Und das mit so einem Schlauch da durch, was man so die Armeeleugen haben, das ist wirklich scheußlich. Da hat man so lauwarmes Wasser mit einem Plastikgeschmack. Nee, danke. Ja, und da hier vorne drin habe ich so Karten, meine Filmkamera hier da drin. Die kann ich auch immer greifen, wenn ich will. Und das ist das Praktische und das Gewicht ist auch verteilt. Man hat ein bisschen mehr Sachen vorne und nicht alles hinten dran da. Frosche. Schön. Nichts Schöneres, als um wild zu schlafen in der Natur. Auf dem Zeltplatz ist es nichts. Das ist keine Energie. Hier gibt es, hier fühlt man die Energie. Das belebt einen wieder. Das gibt Kraft. Und diese Gesellschaft ist sowieso verdorben. Ne? Geht man ja trampen oder so im Allgemeinen, da gibt es die ganze Zeit. Oder man fährt Auto oder irgendwo am Bahnhof. Heißes Papier, Ausweis bitte. Ja, diese Nazis in Polizeiuniform. Das sind die Ritter, der Adlige. Das sind auch die Nachfahren von denen. Und da musst du deinen Ausweis zeigen mit einem Foto darauf. Ne? Und das heißt, es ist eine Nummer drauf, das ist deine persönliche Sklavennummer. Und das ist dann ein Checkout, ne? Eine Sklavenuntersuchung. Die wollen wissen, wer du bist. Und wenn denen dein Kopf nicht gefällt oder so, dann gibt es einen Sklavencheck. Und ja, das musst du dann zeigen. Ne? Und nicht mal den Pass gehört dir. Ja, das gehört dem Staat. Das steht auch drauf. Dieses Ausweis, dieser Pass gehört nicht dir, aber das gehört dem Staat. Der Pharao. Ne? Und die Pharaonen sind niemals verschwunden. Das habe ich auch in meinem Film Die Pharaonenshow gezeigt. Da sind die Adlige geworden. Und alles gehörte den Adligen im Mittelalter. Und nicht mal 100 Jahre her gehörte alles denen. Ne? Kaiser Wilhelm II. Da, der hat den Ersten Weltkrieg hat er angefackelt. Ne? Und das waren alles die Adlige. Die haben ja immer die Kriege gemacht. Und zusammen mit der österreichischen Kaiser, darum haben sie auch Kaiserin Sissi ermordet, weil sie wäre gegen den Krieg gewesen, gerade vorher. In der Schweiz natürlich, so wie immer, in Oktogon. Und es sind ja immer die Adlige. Alles gehörte denen. Das Land, das Vieh, die Macht, unsere Häuser, unsere Kinder. Ja, unsere Kinder gehört immer noch den Adligen oder den Staat. Die können sie wegnehmen, wenn sie wollen, vor allem bei den Vätern. Das ist keine Rechte. Und weil das ist ein Produkt. Sie wollen gehorsames Produkt daraus machen, was schön brav arbeitet. Ne? Und wenn der Vater vielleicht ein bisschen andere Gedanken hat, so wie draußen pennen oder so, dann ja, das ist nicht so gut, wenn er über Pharaonen redet. Sogar unsere Frauen gehörten den Adel. Es gab das Erstrecht oder die Prima Noctis. Am ersten Heiratsnacht, ja, da musste die Frau, deine neu verheiratete Frau, bei dem Burgherr schlafen. Da kam sie schön geölt. Kam sie zurück am Morgen. Das ist irgendwie so, auch so eine Art von unbeflecktes Empfängnis. Hat sie noch schön baden können, schön angezogen, als ob nichts passiert wäre. Und darum, was man auch rausgefunden hat heutzutage, dass so viele Europäer haben das Pharaonen-Gen mit der genetischen Analyse, ne, den ADN. Ja, wie ist das ja möglich? Naja, das haben ja die Adlige gemacht. Das sind die Pharaonen. Steht doch in der Bibel, dass der Pharaone und sein Heer sind ins Meer verschwunden. Natürlich hat das Meer sich nie geöffnet, das heißt, sie sind ins Meer der Völker verschwunden, sie sind unter uns. Also alles gehörte den Adligen. Also meinst du etwa, die sind einfach so verschwunden, haben einfach so alles so liegen lassen? Nee. Und das war eine Zeit, da gab es nicht mal Juden, oder? Du weißt, worüber alle so reden, die Juden. Ja, die Pharaonen hassen ja die Juden, die waren ja 400 Jahre Sklave bei denen und die Juden haben auch die Pharaonen, die waren nicht mehr so gehorsam, die haben sie
versucht reinzulegen. Ja, und darum hasst der Pharaone diese Juden und so. Aber Macht haben sie nicht. Mir ist es egal, Juden ja oder Juden nein. Sind Arsche wie alle anderen. Aber Macht haben sie nicht. Ich möchte nicht, dass du den falschen Feind irgendwie erwischt. Natürlich haben sie auch Adlige, ne? König David, König Salomon, genauso wie hier, und die regieren auch über Israel. Und ja, die Adlige. Und weil es so viel Revolution gab, besonders hier in Frankreich und in Russland, haben sie schon ein bisschen Angst bekommen. Die haben gedacht, das wollen wir nicht mehr, nicht nur ein paar Zaren ermorden und so lassen. Und ja, dann haben sie Geheimloge gegründet von den Freimaurern. Und die werden aus der Schweiz, werden die alle befehligt von den Schweizer Templern, die Schweiz gegründet haben, in dem weltweiten Netz der Freimaurerei. So geht das. Pharaonen wurden Adlige, wurden Freimaurer. Und darum musst du da dein Sklavennummer zeigen, wenn du so eine Polizei Nazi-Kontrolle gibt, ne? Und die Nazis waren auch die Nazi-Templer. Aber naja, gut, jetzt komme ich auf ganz etwas anderes. Das könnte noch Stunden gehen, wenn ich so weiterrede. Das hört dann nicht mehr auf. Ich möchte es nur hier über dem Überleben machen. Naja, da kam ich dann darauf wegen dem Pass zeigen. Und dann komme ich auf andere Wege. Oder gleiche Wege. Gut. So. Versuchen wir mal alles da drin zu quetschen, da hier. So, dann versuche ich das Ganze da in diesen Seitentasche da, die sind riesig groß bei diesen Armeesacken, das ist echt gut. Da dran zu quetschen, das ist sogar noch wasserdicht, ja nicht auf dem Naht, wo es genäht ist, aber sonst. Und da kann der Rest nicht nass werden, das ist außen, das kann man noch abnehmen da, das ist wirklich super. Ja, heute ist dann auch noch ein Feiertag, 8. Mai hier in Frankreich, in Deutschland denkt auch, ne? Ende vom Zweiten Weltkrieg. Naja, nicht das Ende, die sind ja nach Amerika und Argentinien gegangen, dachte, das Gleiche machen sie in Amerika, was sie in Deutschland gemacht haben. Niemand arbeitet dann heute, außer ab die Frosche, ja? die scheinen hier zu arbeiten jetzt. Und das ist auch interessant, ne? Es gibt da das Ding mit den Fröschen. Wenn man einen Frosch kochen und fressen, tut man ihn sofort in heißem Wasser, da wo es brenzlig ist, oder? Dann springt er raus und haut ab. Aber tut man ihm ein lauwarmes Wasser und kocht es ganz langsam, dann bleibt er drin sitzen, bis er tot ist. Und das ist wirklich so. So mal so kochen. So, da habe ich das Ganze drin. Da habe ich hier die Heringen gehen hier drin, auch außen natürlich, auch wieder in einen aparten Sack, da findet man alles besser und ein Gummiband rundum. Da habe ich die Bogen vom Zelt, auch außen drin. Es wird nass, ne? Das habe ich alles selber da genäht, in eine, so, das war von einer Flasche eigentlich. Alles schön grün, das ist da, ne? damit man es nicht sieht. Diese Isomat ist aufblasbar. Jetzt so im Mai braucht man es nicht so aufblasbar, da geht auch eigentlich für die Isolation geht auch ein einfaches so Schaumding. Ne? Aber wenn es kalt wird im Winter, braucht man das für die Isolation. Ich habe schon Jahre auf die anderen Dinge habe ich da geschlafen, dass es das noch nicht gab. Und das ist, ja, das kann ziemlich hart werden. Und ja, und dann habe ich hier da das Aufgeblasene hier, das ist dann mein Zelt da drin. Und da so für Essen und so weiter. Das bleibt liegen. Und das hier geht mit. Da habe ich all das Papier drin gelassen. Das ist in einer Woche weg. Und man lässt keine Spur, weil wir sind nicht asozial. Ne? Viele Leute sagen, der trampt da rum, der ist asozial. Nein, man kann es einfach nicht vereinbaren, die ganze Gesellschaft. Man glaubt nicht mehr da drin, ne? Vor allem wenn man langjährig rumtrampt.
Ein einer Krieg nach dem anderen, wir werden angelogen, die Natur geht kaputt, keine Bienen, look, es ist still hier, keine Bienen mehr da drin. Alles wegen die Taschentelefon, elektromagnetische Strömung, die Tierchen, die orientieren sich nach dem erdmagnetischen Feld und finden ihr Bienenkorb nicht mehr und dann sterben sie irgendwo erschöpft. Wegen die Taschentelefon. Und das ist alles Absicht, da kann Monsanto da die Natur patentieren und uns Saat verkaufen, das was man jedes Mal, was man wieder kaufen muss, ne? Sehr gefährlich. Und das machen die Pharaonen, die wahrscheinlich nicht mal von unserem Planet kommen. Also wir sind nicht asozial, ne? Können es einfach nur nicht mehr vereinbaren mit unserem Gewissen. Also ich auf jeden Fall nicht. Dieser Sack ist auch sehr ergonomisch, wie man das sieht, so gepolstert und na, ich kann wirklich 5 Kilo mehr da drin merke ich nicht im Vergleich zu einem normalen Rucksack. Ja, leider hat die Armee hat schon die besten Sachen. Genauso wie sie die Besten der Menschheit immer am vordersten Front verheizt haben als Kolonnenfutter, weil sie ja, nach den Georgia Guidestones eine Sklavenrasse von uns machen wollen und nur 500 Millionen aufbewahren. Die extrem Dumme und alles Gläubige. Also das ist ein gebrauchter Rucksack. Man muss nur aufpassen, dass sie nicht irgendwie mit Urangeschoss in Irak mitgeschossen haben. Und dann klebt es noch da dran, aber kauf nicht ein, so ein neu gemachtes Ding aus China, was das fällt auseinander. Besser gebraucht und das richtige Zeug. Alle Militärrücksacken sind hiervon abgeleitet, der englische Bergen. Ja, echt total gut. Früher, als ich dauergereist bin, das ganze Jahr, 365 Tage im Jahr, ein Rucksack vom Sportgeschäft ist etwa ein Jahr gegangen oder höchstens 2 Jahre, da war es weg. Das hier, die habe ich schon 15 Jahre. Ja, der Unterschied. Und so ab irgendwann April bis Ende September sind Sandalen natürlich das Beste. Weil man soll nicht irgendwie wandern gehen im Hochsommer, im Korsika oder so, mit Bergschuhen oder so. Weil die Füße, die schwitzen, die werden nass und weich und hat Blase bis zu geht nicht mehr. Und hier mit Sandalen, so wie die Römer, da kommt nimmer mehr Hornhaut. Das bleibt trocken und das wird härter und härter und härter. Und wenn es so heiß ist und es ist 30, 40 Grad oder 50 in der Sonne, da... Dann müssen auch deine Füße, die müssen lüften und schön kühl sein können, weil das macht den Kopf total müde, wenn du total heiße Füße hast und das schwitzt, das macht so müde. Und es gibt solche super Sandalen heutzutage. Also ich rate so schnell wie möglich immer Sandalen zu tragen. Ich war auch in Wandern so in den Bergen in Korsika und da waren auch Deutsche und so mit super Bergschuhe. Und alle haben gelacht, weiß ich, in meine Sandalen. Weil die sagen, es gibt ja keinen Stütz. Ne, da so rundum. Aber eben dadurch, weil es keinen Stütz gibt, wird es immer stärker. Ne? Und es ist flacher, die Sohle ist flacher, also es kann viel weniger leicht, kann es so machen. Verzwicken. Und es ist platt, ne? Und nach 2, 3 Tagen waren sie alle weg, mussten alle ausruhen, alle Blase versorgen. Und dann habe ich gelacht. Naja, ich habe es nicht gezeigt natürlich. So arrogant ist das nicht, ist nicht gut. Aber innerlich habe ich gesagt, naja, okay. You know, dann lach doch mal. Also hier ist dann der Autobahn, so hier in Frankreich, da geht es gen Süden. Da, 800 Meter, Kilometer. Und
Ich würde es nicht empfehlen, irgendwie auf einer Einfahrt zu stehen. Weil in Deutschland halten dann die Nazis in Uniform, die halten an. Kriminelle Schweizer Nazi-Banker lassen sie laufen, Kinderficker auch. Aber dich mit langen Haaren, mit dem Rucksack, nehmen sie total auseinander und versuchen dir noch etwas anzuhängen und dein Geld wegzunehmen. Ne? Alles ist verboten. Die suchen genauso lange, bis sie etwas finden. Und vor allem in der Schweiz. Die lügen dann noch Sachen zusammen, einfach auf Befehl auch, um dich da etwas anzuhängen. In Frankreich würde die Polizei das nie machen. Das ist mir noch nie, habe ich das gesehen oder erlebt. Und steht man auf einer Einfahrt in Frankreich, ja, niemand guckt dich an und die Polizei, die fahren vorbei und die gucken nicht mal. Man muss natürlich immer vor dem Schild Autobahn stehen, weil da ist es noch keine Autobahn offiziell. Nach dem Schild ist es Autobahn. Das macht legal, ja, bist du dann eben nicht strafbar vor. Und ja, die fahren vorbei, die Polizei in Frankreich, steht man auf einer Einfahrt und die gucken nicht mal. Genauso wie alle anderen nicht gucken. Niemand guckt, die lassen dich alle stehen. Ne? Also in Frankreich, in Deutschland kommt man auch relativ schnell weg, aber du wirst kontrolliert von Polizei auf eine Einfahrt. Aber in Frankreich, dann kann es lang gehen. Also hier musst du unbedingt eine Tankstelle finden, wenn du auf der Autobahn kommst. Hier so auf Landesstraße kannst du laufen, Daumen ausstecken, immer gut gucken, dass niemand den Daumen abfährt. Ne? Also da ist die Tankstelle. Ne? Und dann läuft man da dahin. Man muss ein Buch haben mit allen Tankstellen darauf, sonst ist es eine Katastrophe. Ich zeige es gerade. Die gibt es überall in Frankreich. Jede Tankstelle, da wo alle Tankstellen drauf sind. Und ja, es ist schon interessant. So Autobahn trifft man sehr viele Geschäftsleute. Es ist nicht so interessant. Auf dem Land finde ich interessant, man trifft eher das Volk und you know, ärmere Leute, weil hier muss man sowieso alles bezahlen, Autobahngebühr. Aber am Wochenende trifft man auch noch so Freitagabend und Sonntagabend kann man sehr lange, sehr weit reisen, weil alle gehen irgendwo hin oder kommen von irgendwo, von wegen Wochenende. Oder jetzt ist ein Feiertag, 8. Mai. Und das gibt dann wieder ein anderes Verkehr. Das Wochenverkehr ist natürlich viel mehr los hier. Und es ist richtig voll hier. Ja. Und das ist hier so Landesstraße und da laufe ich hier. Manchmal stehe ich, wenn ich müde bin, dann laufe ich wieder. Stecke meinen Daumen so aus, wenn ich laufe. Aber immer gut gucken, ob niemand das abfährt. Es gibt ja Idioten auch, die das absichtlich machen. Oh ja, es gibt es. Und in eine Kurve, so wie da, wenn es ja hier geht, es ja. Aber in den Bergen oder so, dann immer links laufen. Oder in der Kurve eigentlich die Außenkurve nehmen. Weil dann sieht das Verkehr von beiden, von der anderen Seite, die sehen dich besser. Hast du mehr Zeit auszuweichen. Naja. Das sind so die Karten, die man braucht hier. Da sind alle Tankstellen da drauf. Erde Service ist eine Tankstelle. Und man muss natürlich wissen, wohin die Person geht, dass man noch gerade auf der letzten Tankstelle da raussteigt, um weiterzukommen. Sonst muss man wieder, kann man 20 Kilometer laufen, um wieder raufzukommen. Das ist eine plastifizierte Karte von Frankreich, sehr praktisch, geht nicht kaputt. Und hier stehen jetzt so, da sieht man die Tankstelle, das ist eine ältere Karte. Und nicht alles ist da drauf, also darum habe ich da diese neuere. Da sieht man auch da, hier wo das die blauen Punkte, das sind da Tankstellen da. Lamar La Roche, Total. Und da kann man gut über gucken und fragen, wohin fahren sie und so weiter. Im Rucksack übrigens habe ich keine extra Klamotten, nur eine kurze Hose, eine Badehose eventuell, eine Unterhose. Jetzt habe ich keine Socken, überhaupt nicht. So, wenn es zwischendrin ist, so in April, kann man noch Socken mitnehmen, wenn es ein bisschen frisch ist, in Sandalen. Eine längere Jacke, nur eine Jacke. Und nehmt keine extra Klamotten mit, es wird schwer, du wirst es nur alles mittragen müssen. Und schließlich trägst du nur alles dreckige Sachen mit. Und wenn du alleine reist, wirst du immer Leute treffen, die Klamotten für dich waschen.
Oder man kauft so ein Stück Seife, so eine Tube gibt es. Dann kann man es überall in eine Plastiktüte oder so, kann man es schnell waschen oder so. Ja. Naja, und da gibt es noch so etwas, so wie ein Regenschutz, ne? Über den Rucksack, was man unbedingt braucht. Diese habe ich selber genäht, aber man kann sie natürlich kaufen im Geschäft. Und der Sack ist so groß, das muss ich ja selber nähen. Also ohne einen Regenschutz geht es nicht, da wird alles sehr, sehr nass. Und auch für den Kleinen habe ich auch einen Regenschutz. Und absolut notwendig. Ja, und ein Zelt musst du unbedingt haben, weil sonst wird es gefährlich, dann bist du gezwungen irgendwo zu schlafen, wo es ein Dach gibt oder so. Und das sind meistens nicht sichere Stellen, das sind Stellen, wo Menschen kommen. Und mit dem Zelt kannst du im Wald schlafen. Schlaf niemals auf einer Autobahntankstelle. Geh erst raus, lauf ein paar hundert Meter und stell es in der Natur. In einer Stadt musst du niemals schlafen. Auch nicht in einem Park, da kommen Schwule in der Nacht und alles Mögliche. Niemals. Dann nehmen Bus, Straßenbahn und lauf lieber 2 Stunden außerhalb. Und da wird es schon schnell etwas grüner. Und dann kannst du da schlafen. Schlafen niemals in der Stadt. Niemals irgendwie. Ja, darum muss man ein Zelt haben, dass man unabhängig ist. Und überall hingehen, überall schlafen kannst, wo du willst. Immer dein Haus bei dir haben. Und nicht abhängig sein von etwas anderes oder Menschen. Und ja, gut. Ganz losgehen mit dem Treppen. Viel Erfolg. Und pass auf dich auf.